Hallo meine Lieben, das letzte Mal habe ich euch bei Samsung New mit auf Tour genommen und da das Video etwas länger wurde, dachte ich mir, ein paar Sachen nehme ich raus und ja, es hat sich in der Zeit aber noch dazu etwas addiert und ich würde euch gerne alles zeigen, was ich so die letzten Tage, Wochen gekauft habe und ich habe euch damals auch eine tolle App gezeigt und das ist die Shopkick gewesen. Dabei könnt ihr, wenn ihr in einen Laden reingeht, weil da ganz viele Fragen waren, wie das Ganze nochmal funktioniert. Ihr ladet euch diese App runter, die heißt Shopkick. Und wenn ihr sie aktiviert habt und in bestimmte Läden reingeht, das wird euch auf der Karte auch angezeigt. Und ja, da bräuchtet ihr dann noch das Internet und auch noch das Bluetooth. Es muss aktiviert sein, ihr geht dann rein und da steht bei mir zum Beispiel, hallo Patricia und du hast zum Beispiel jetzt 30 Kicks bekommen. Wenn ihr zum Beispiel irgendetwas im Laden gekauft habt, wenn es natürlich bei der Aktion dabei ist, dass ein Kassenzettel eingereicht werden soll, dann egal was ihr kauft, bekommt ihr wieder Kicks. Und somit geht es ziemlich schnell, dass man auf seine Wunschprämie ja, kommt. Ihr könnt entscheiden, welche Läden ihr haben möchtet. Ein Frauenherz schlägt wo schneller? Bei Douglas. Die sind nämlich auch dabei. Und ein Männerherz oder mein Herz bei Saturn, bei den Elektrosachen. Ja, ihr könnt auch durch Einladung an Freunde Kicks sammeln. Und ich zeige euch zum Beispiel ein Beispiel, wo ich bei Karstadt in der Haushaltswarenabteilung gelandet bin, weil ich dort ein wirklich sehr gutes Angebot eingescannt habe. Das war ein Topfset, das war reduziert von 300 Euro auf 70. Hätte ich nicht so viele Töpfe, hätte ich wirklich das geholt, weil es war auch ein Markentopfset. Also die Artikel, die euch meistens so zum Einscannen gezeigt werden, sind echt toll. Aber da ich halt wirklich Töpfe habe, ganz neu, von Klausi zu Weihnachten bekommen habe, habe ich mich umgeschaut, was ich denn vielleicht Neues bräuchte. Und das sind auf jeden Fall bei uns immer wieder Flaschen, weil ich auch sehr darauf achte, dass die gute Qualität haben. Ja, wir haben ein paar Anna und Elsa, von denen bin ich teilweise nicht so begeistert, aber von diesen Flaschen bin ich begeistert, denn wenn man sie öffnet, dann riechen sie überhaupt nicht und Chemikalien riechen. Und wenn ihr da Getränke einfüllt und die Flasche riecht schon von vornherein, dann leider, es landet teilweise auch im Wasser drin oder in dem Getränk, was ihr hier reinmacht. Und das sind so besondere Waffeln. Wieso wollte ich Waffeln? Wasserflaschen und zwar, die haben einen Filter drin, das reicht für 300 Flaschen und ich denke mal, man kann es auch ohne diesen Filter benutzen, aber hier wird das Wasser auch noch mal gefiltert und das Ganze hat nur 10,99 € je Flasche gekostet. Ich finde auch diese Farbe total schön und dabei habe ich dann den Kassenzettel eingescannt und noch mal Kicks bekommen. Also es geht total einfach, ihr nehmt den Zettel, scannt ihn ein und 15 Minuten später sind eure Kicks auf eurem Guthabenkonto. Ich werde euch zeigen, welche Produkte ich gekauft habe und dabei Kicks gesammelt habe. Es sind aber auch Produkte, die ich so gekauft habe. Aber ich möchte euch trotzdem noch etwas zeigen, wo ich keine Kicks bekommen habe, aber es nur durch die App bekommen habe. Bräunungstücher, die benutze ich mittlerweile seit einigen Jahren. Vorher habe ich einen Selbstbräuner benutzt, wo ich dachte, der ist so gut und ich war so schon orange. Aber hier, meine ganzen Zuschauer fragen, meine Freunde fragen, was benutzt du? Es ist das hier und der Preis, wenn du irgendwie im Internet suchst, dann bekommt man so vielleicht einen Preis von 10 Euro. Bei Douglas kosten die, glaube ich, 10,99 € oder 11,99 € oder 12,99 €. Auf jeden Fall. Durch die App, da kann man auch auf Angebote gehen, bin ich aufmerksam geworden, dass es bei Douglas diese Sachen zum Sonderangebot gibt. Du kaufst eins und bekommst das zweite umsonst. Das heißt, ich glaube, es waren doch 12,99 €. Trotzdem war dann die Packung nur für 6,50 €. Und so einen guten
Deal habe ich noch nie gemacht bei diesen Tüchern, wirklich. Ich habe die noch nie im Angebot gesehen. Also echt toll. Die machen keine Flecken. Die riechen nicht, weil ich kann keine Produkte benutzen, die irgendwie stinken. Das geht bei mir gar nicht. Dann zeige ich euch H&M. Da war ich einfach auch wegen dem Sale da. Und ja, im Sale bin ich fündig geworden bei den Oberteil von 4,99 € auf 3 € reduziert. Dann so ein längeres Oberteil. Also die Ärmel sind einfach länger. Es ist auch ein bisschen größer, also deshalb habe ich gesagt länger. Okay, das war reduziert. Nein, das war gar nicht reduziert. Nur ich habe Preisschild schon abgemacht. Ich wollte es gerade waschen. Das hat gekostet 9,99 €. Und wie gesagt, es ist mega weich. Eine Jacke, die war teuer, aber die hat mir so gut gefallen. Die sieht so aus. Richtig schön. Die war halt wirklich nicht so günstig dafür, dass sie nicht mal wirklich warm hält. 29,99 €. Aber trotzdem lohnt sich der Preis, weil ja, sie sah damit so schön aus. Und ich denke mal, im Frühjahr wird sie sie auf jeden Fall öfter tragen. Jetzt irgendwie war der Sommer da und plötzlich der Winter. Aber wenn wir vielleicht in ein Einkaufszentrum gehen, da ist es mit so einer dicken Jacke manchmal nicht so schön. Und mit einem T-Shirt fühlt man sich auch so seltsam, wenn es draußen total kalt ist und man läuft da mit einem T-Shirt eventuell. Dann finde ich sowas zum Beispiel ganz cool. Und im Sale war auch noch dieser Schlafanzug. Auch wenn es jetzt etwas kalt ist, meine Kinder haben eigentlich nicht so viele Probleme damit, aber spätestens im Frühjahr wird er sehr oft in Einsatz kommen. Dann ein T-Shirt auch aus dem Zelt, das war von 5 € auf 3 € reduziert. Und die Hose finde ich sehr schön. Ich mag die Farbe an Acelia und es hat mir gefallen, dass sie hier an den Knien so etwas anders ist. Also ist keine ganz normale Jeans, sondern ein bisschen auffälliger. Und das Ganze hat gekostet 17,99 €. Und Haargummis, weil ich liebe es, die Haare mit den Haargummis zusammenzumachen, weil sie etwas dicker sind und dann sind sie auffälliger. Zum Beispiel mache ich dann so Zöpfe. Und wenn die dann zu dünn sind, dann ist es nicht so schön auffällig. Aber bei denen hier kommt das Ganze richtig schön zur Geltung. Wenn ihr Lust habt auf so ein Video, dann könnte ich euch natürlich mal zeigen, wie diese Haargummis zum Einsatz kommen. Also wie gesagt, die sind auf jeden Fall etwas größer, nicht so klein. Und was mir sehr wichtig ist, dass sie kein Metallteil haben, weil egal wie ich mich anstrenge, beim Zumachen von Zöpfen versuche ich immer, dass dieses Metall unten ist. Es landet immer oben. Und ja, hier finde ich das genial, weil es ist blondinensicher. Es funktioniert einfach ohne Metall. Und okay, dann habe ich noch etwas richtig Tolles. Ich nehme den Ton gerade mit meinem Handy auf, teilweise. Und hier habe ich einen Displayschutz. Und dieser Displayschutz ist neu. Ich habe mich immer gefragt, lohnt sich der Kauf von einem etwas teureren ja, Displayschutz? Ja oder nein? Weil mein altes Handy war so zerkratzt, ich habe mich so geärgert. Und habe dann ein günstiges gehabt, das ist total schnell kaputt gegangen. Und ehrlich gesagt, die App hat mich dahin geführt. Ich kannte den Laden schon, früher hieß er Restore. Und da habe ich schon ein Handycover. Das war etwas teurer, aber war wirklich sehr gut. Und dann bin ich hingegangen, weil da gab es für einen Kassenzettel 200 Kicks. Ich so, vielleicht brauche ich doch noch was. Und habe den Verkäufer gefragt, ist dieses Displayschutz gut? Und hier steht auch Second Display. Es ist wirklich wie das originale Display. Es schützt total gut. Es ist super, weil hier die Kamera ausgespart worden ist. Das war bei meinem günstigen Displayschutz nicht der Fall. Die haben sich auch total viel Mühe gegeben. Also hier sind echt total viele Lieferumfang. Ist nicht einfach nur dieser Displayschutz. Da ist ein Displayschutz, da ist ein Mikrofasertuch, da ist ein Staubentferner dabei. Und ja, man kriegt das total easy drauf gemacht, also wirklich reintrauen. Von dieser Marke kann ich das nur empfehlen, weil ich wirklich mich oft gefragt habe, lohnt sich die Investition? Und es waren gerade mal 19,99 € und diese Billigfolien in der Stadt kosten auch 10 €. Finger weg davon, holt euch diese Marke und ich habe davon ja sehr gerne den Kassenzettel eingescannt. Und nach 15 Minuten hatte ich unglaubliche 200 Kicks. Da war nämlich doch, genau, da habe ich auch noch bei Karstadt
Das war aber ein paar Tage nach den Flaschen, habe ich vorher schon mal diesen Concealer gesehen und habe mich gefragt, ob der gut ist. Ich habe ihn heute drauf, ich habe ihn mit dem NARS-Concealer gemischt, weil er etwas zu hell ist, aber ich glaube, ich kann ihn noch ein bisschen mehr auftragen. Der hat gekostet 23,99 und ich habe den Kassenzettel auch eingescannt und sofort 50 Kicks bekommen. Nachdem ihr genug Kicks gesammelt habt, könnt ihr euch ja eine Prämie aussuchen. Ihr seht ja dann sehr schön, wie viele Kicks euch fehlen oder ob ihr sie schon erreicht habt. Dann könnt ihr das Ganze einlösen und euch als E-Mail schicken lassen, zu Hause ausdrücken und mitnehmen und einfach damit einkaufen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis zum nächsten Mal.